sagen? Also die meisten Brote, die heute verkauft werden, sind Brote, die eine kurze Reifezeit haben. Das heißt, mit Hochleistungshefen, womöglich noch im Wärmeschrank, wird der Brotteig schnell hochgetrieben, damit er schnell im Backofen kann und schnell und möglichst heiß ausgebacken wird, damit das Brot immer gleich aussieht, immer den gleichen Geschmack hat. Brot ist im Prinzip heute ein Industrieprodukt. Auch in einem Sauerteig sind Hefen drin, nicht unbedingt so leistungsfähig wie die aus einer modernen Bierhefe oder Bäckerhefe, aber die Hefe ist nur ein Teil des Brotes. Wenn man Brot mal vom Wortstamm her nimmt, also dieses Brot oder Brät, wie es aus dem Urgermanischen heißt, beschreibt eigentlich Brauen, kommt ja auch daher, ein Reifeprozess. Und der Reifeprozess braucht Zeit. Das heißt, ein reines Sauerteigbrot braucht keine zusätzlichen Hefen, es braucht nur Zeit. Das heißt, man knetet es heute und backt es morgen. 12, 24 Stunden Teigreifezeit. Die Hefen produzieren Kohlendioxid, das Brot geht auf, das ist einmal die schöne Sache und bildende Krume. Viel wichtiger ist aber, dass viele Bestandteile im Getreide abgebaut werden, inklusive der niedermolekularen Zucker, die von der Mikrobiologie aufgezehrt werden. Und so wird das Brot wunderbar bekömmlich. Ich habe sehr viele Kunden, die Diabetiker sind, denen erzählt wird, sie dürfen kein Brot mehr essen oder sie dürfen keine Kohlenhydrate zu sich nehmen, was natürlich Blödsinn ist. Wenn die jetzt ein Brot essen, was aus einem guten Vollkornmehl gemacht ist und eine lange Teigreife hat, sind keine Zucker mehr drin. Das heißt, sie können das essen, ohne dass sie gegen anspritzen müssen. Das ist ideal einfach. Und viele Diabetiker habe ich dann auch dazu gebracht, dass sie dann auch anfangen, auch mal ihre Kekse mit Vollkornmehl zu machen, ihren Kuchen. Denn das Mehl hat Geschmack. Und dadurch können sie auf die Hälfte des Zuckers verzichten. Das heißt, sie können da natürlich keine großen Mengen von essen, aber sie können durchaus auch wieder solche Sachen genießen, ohne dass sie gegen anspritzen müssen.